Dann geben wir schon ein Autogramm. Aber du hast natürlich trotzdem ein Autogramm. Nein, habe ich nicht gekriegt. Es hat anscheinend gemerkt, dass ich es nicht mag. Ich weiß nicht. Und habe keine Unterschrift gekriegt. Das war aber bei der Planet Hollywood Eröffnung in München. Da war ziemlich viel Heckmeck. Und da ist auch bloß weitergeschoben worden. Sind wir wieder beim selben. Und da ist dann gar nichts gegangen. Aber der war eigentlich maßlos enttäuscht. Sag mal deine Einschätzung, ob es da eine große Klammer gibt, wie man dieses Leben von so berühmten Menschen beschreiben kann. Ist doch eigentlich nichts, so wie du mir kriegst. Eigentlich ist es doch mal bedauernd vorbeigeschoben an die Leute, die es eigentlich relativ ernst machen, die immerhin was auch ein Gespräch führen würden. Man wird von Termin zu Termin geschoben. Was glaubst du, was haben die für ein Leben? Hast du den Eindruck, es lohnt sich, so einen hohen Level in diesem Geschäft zu erreichen? Für manche ja, vom Geld her muss ich jetzt sagen, ist bestimmt interessant und wichtig. Nur ich möchte nicht tauschen mit denen, weil das eigentlich ganz arme Hunde sind. Weil es einfach das Problem ist, da haben die selber gar kein Wort zum Mitreden, sondern das Management, die Leute drumherum, die machen sie wichtig, wo die eigentlich gar nicht wichtig sind. Und die vereinnahmen die leider so, dass die gar nicht mehr irgendwo aus einem Korsett rausatmen können. Wenn sie es nur mal daten! Wenn sie es nur mal daten! Ich habe seit einer Stunde ein kaltes Cola. Wollte ich. Ja? Wollte. Ist ja egal, wo man ein kaltes Cola hat, denken alle. Stimmt's? Stimmt es, dass ihr euch alle denkt, der geht uns am Arsch vorbei? Ja! Ja, dann warten wir eine weitere Stunde auf ein Cola-Eis gekühlt. Es ist okay. Gut, jetzt kommen wir mal auf das, was du mir eigentlich gerne zeigen würdest. Also man hat ja dann doch Lieblinge, oder? Ja, gibt schon besondere Favorites. Das ist der Bruce Springsteen zum Beispiel. Der macht da recht eine gute Musik. Ist ein rechter Netter, der schreibt da gern. Der weiß, wo er herkommt. Sprich, von den Fans. Die haben ihn groß gemacht mitunter. Und das honoriert er und er schreibt recht gern und ist ziemlich freundlich. Wie kriegt man so schöne Beutel? In Amerika zum Beispiel, da wo ich selber war, habe ich mich entdeckt mit Haferbeutel oder man lässt sie schicken. Oder bei Filmfirmen, wenn Präsentationen sind von neuen Filmen, gibt es Pressemappen, da sind die Beutel drin oder Dias, dann lasse ich die abziehen. Okay. Bruce Springsteen. Ja, dann wen haben wir da noch? Hey, so viel Jackson in Herrschaftszeiten. Das ist ja Wahnsinn. Lennox Lewis zum Beispiel, das war also einer der Boxer, super, das war in Mannheim. Ein netter Kerl, glaube ich. Ein netter Kerl. Ein Riesenbummel, aber total nett. Eigentlich habe ich gemeint, ich muss Angst kriegen, aber der war total nett. Und der hat auch gut geschrieben. Dann haben wir, ja genau, das ist ein ganz guter. Das war auch schön. Mit dem Steven Seagal zum Beispiel. Das war in München bei der Premiere im alten Matheserner. Und da habe ich auch gemeint, dass der unnahbar ist und da haben sämtliche Securities haben einen riesen Stress gemacht. Was hat er gemacht? Give me a break, hat er gemeint. Jetzt schreibe ich für meine Leute. Und hat sich da fast eine Stunde hingestellt und hat geschrieben und ein Foto gemacht. Das war eigentlich das Wünschenswerteste. Ja. Weil man auch sieht, der Mensch hat nur ein bisschen das, was du gerade bei den meisten verneint hast, Eigenleben. Ja. Und ist nicht. Das ist vielleicht auch ein Zeichen unserer Zeit, dass sie, ob Securities oder Eventfirmen, selbst erhöhen durch diese Art Wichtigkeit, die sie da entwickeln für einen, der das vielleicht gar nicht möchte. Genau, und vor allem ist stressfreier für alle, weil wenn der da dort steht und die anderen wissen, sie kennen nichts da, dann ist das ruhig und dann sind die ganzen Sammler weg danach, weil jeder sein Zeug hat und dann haben die den ganzen Abend in der Ruhe. Ist eigentlich clever, wenn er es so macht. Und die anderen kapieren das nicht, die hauen auch eher einen Stress rein. Und okay. So, was er gemacht hat, das hat mir gut gefallen. Habe ich recht viele schöne Unterschriften gekriegt. Was haben wir noch besonders? Da mache ich mal ein bisschen durchblättern. Ja, das war auch besonders. Das war in München, leider ist er schon tot, der Charlton Heston. Der alte Ben Hur oder Moses. Aber auch der Vorsitzende der American Rifle Association. Das war er außerdem. Und das war in München im Bayerischen Hof. Da war Kabel 1, 10 Jahre alt, da war er da in München und da habe ich den gekriegt. Das war schon ein Erlebnis, weil das ist schon was Besonderes irgendwo, so einen alten Hollywood-Star zu kriegen. Kind in Ben Hur und denkt sich nicht, dass man den einmal dem gegenübersteht. Genau. Ist schon wichtig, also es ist, weil ja auch gleich, wenn du ihm das Beutel schickst und sagst, unterschreibst,
Das ist nicht, dir nicht wichtig, du magst diesen Menschen einmal gegenüberstehen. Erstens mal mag ich dem gegenüberstehen und ich mag natürlich das persönliche Erlebnis haben, weil ich mag ja immer für mich eine Geschichte haben dazu. Ja. Weil einfach bloß irgendwo geschickt kriegen, da ist keine Wertigkeit dahinter. Das ist der Unterschied zwischen Telefonsex und normalem Sex. Raphael, wenn dann gescheit. Wiewohl man unterscheiden muss, viele Menschen, die am Telefon sitzen. Ich kenne mich nicht aus damit. Aber ich habe mit sehr vielen Frauen, kannst du die Kamera ruhig halten, ich habe mit sehr vielen Frauen sprechen müssen, stundenlang, die nicht, es war Werbung im Fernsehen, da sind sie verwirrt, aber sie sagen, ich bin geil, aber sie meinen, ich habe nichts anzuziehen. Und ich rufe an und da hat meistens eine Dame, die eigenartigerweise gerade immer aus der Dusche kommen und Tabledancerin sind in ihrem Beruf und ich habe sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und ich glaube, ich konnte da sehr helfen.